als ich anfing zu schreiben und nicht mehr las und nicht mehr nach außen gehen musste und gucken musste, wo finde ich noch etwas, was für die Speisung der inneren Bilder, der Wahrnehmung wichtig sein könnte, begann die Arbeit mit den 10 Fingern und den inneren Bildern. Ich glaube, wenn ich mir ein Lieblingsbuch von ihr aussuchen könnte, dann wäre das Lagerfeuer. Lagerfeuer ist ein wirklich sehr wichtiges Buch als Roman zur deutschen Geschichte. Was will eure Mutter drüben? Kennt sie den Mann schon lange? Liebt sie den Mann? Habt ihr gesehen, ob er sie küsst? Und sie ihn? Wie küssen sie sich? Wollt ihr so einen Vater aus dem Westen? Hat er euch Geschenke mitgebracht? Welche? Also ist er ein Kapitalist, nicht wahr? Schweigen. Was konnte Alexei darauf schon antworten? Es gab nur falsche Antworten. Ich bin gleich zurück. Sie nahm Peter bei den Schultern und drückte ihn auf den Sitz. Ich habe Hunger, sagte Peter. Lachend klammerte er sich an ihren Arm fest. Ich bin gleich zurück. Wart ihr, sagte sie. Und er, ich komm mit. Und sie, lass mich los, Peter. Doch er stand schon auf, um ihr zu folgen. Nun drückte sie ihm den kleinen Koffer entgegen und presste ihn mitsamt dem Koffer auf die Bank zurück. Peter musste jetzt den Koffer auf dem Schoß festhalten. Er konnte nicht mehr nach ihr greifen. Du wartest, das sagte sie streng. Sie drehte sich um und tauchte in der Menschenmenge unter. Wie das Erfinden passiert, ich kann es gar nicht anders beschreiben, als dass da innere Bilder sind, die entstehen natürlich. Und das ist wie so ein Fluss, das ist wie eine Meditation, das ist eine Art der Meditation.